Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge CSGO Overwatch mit mir, dem Aqualords. Und das erste, was ich sehe, ist ein Spinbotter vor meinen Augen. Traumhaft. Ja. Was soll ich jetzt schon mal wieder dazu sagen? Eieiei, der Cyclone gibt mal wieder Gas. Holt natürlich sofort hier die Points raus. Ah, das ist. Die Frage ist jetzt, hat er auch was an oder hat er nichts an? Das ist jetzt die Frage, dass. Ist auf jeden Fall ein Wingman-Spiel. Auf Vertigo. Und. Ich bin mir gerade so wieder mal unsicher, weil die stehen jede Runde auf derselben Position. Ja, aber warum weiß er ganz genau, dass der wieder dort steht? Ja, ja, gekommt's, Leute. Der eine hat einen Spinbot da. Ja, und der geht auch noch mit. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, aber die Frage ist, hat der andere auch einen Cheat? Hacken die hier alle? Wow, bist du narrisch. Das war ein Aimbot auch noch dazu. Puh. Ist der Cyclone wieder da? Nein, der ist nicht da. Er hat auch wieder die urkomischen Bewegungen drinnen. Ah. Wow. Oh, ja, er weiß es gar nicht. Boah. Ich meine, gut, den hätte ich auch gehört jetzt ohne. Aber. Auf jeden Fall vielen Dank dafür, dass mir ein Zuschauer jetzt auch geschrieben hat, dass wir angeblich weniger Spinbotter bekommen sollen. Zudem wollte ich nur sagen, es stimmt. Ich habe jetzt mir einige Overwatches wieder angeschaut. Und ich hatte nie wirklich einen Spinbotter mehr dabei. Aber das sind, finde ich, auch eindeutige Cheater. Ja, aber durch so eine Wand kann man den nicht treffen. Wo schaust du überhaupt hin? Du weißt ganz genau, das sind da beide. Also warum schaut er dann auf die andere Seite? Ich meine, der braucht das nicht verstecken. Ich meine, so genau wie der durch die Wände geschaut hat, auf den Kopf direkt drauf, da braucht man nicht mehr das zu verstecken. Sorry, dass ich das sage, aber da muss man es nicht mehr verstecken. Ich weiß jetzt nicht, ob die anderen auch cheaten. Aber ich sage jetzt ganz ehrlich, oh, der bewegt sich schnell. Was ist denn da passiert? Ja, wie gibt's denn das, dass der Shot so daneben geht? Ich glaube, da hat er sich doch etwas bewegt. Aber es ist trotzdem wieder eine Hardcore-Cheat-Partie. Ich weiß schon. Valve Anti-Cheat. Ist nicht schlecht. Es hilft uns, aber das sind zweifellos Cheater. Ich meine, das gibt's doch nicht.
Ja. Aber wie gesagt, ich bin dankbar auf jeden Fall über alles, was ihr mir hier auch so gleich schreibt. Und ja, das mit den Spinbotter, muss ich euch auf jeden Fall recht geben, habe ich jetzt da nicht mehr im Overwatch gehabt. Ja, ich hoffe trotzdem, es hat euch die Folge gefallen. War mal wieder ein Cheater par excellence und ja, lasst auf jeden Fall einen Like da und abonniert den Kanal, falls ihr ihn noch nicht abonniert habt. Und dann kann ich euch nur noch einen schönen Tag wünschen. Baba, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.